My name is Erdmut Witzisler. I'm the head of the archive of Walter Benjamin and of Bertolt Brecht. Both are archives of Academy of Arts in Berlin. I'm sitting now in the Benjamin Archive in Berlin, and I start to answer Zuleika's questions. And please allow me to do it in German, since I can be more clear and precise and free to talk. Bertolt Brecht said, I can always, in a foreign language, say what I can say and not what I want to say. War Brecht nie nur an Literatur oder Theater interessiert. Er ist immer ja auch ein Regisseur seiner eigenen Stücke, und Theater bedeutete für ihn ein Zusammenkommen der Künste. Er hat den Begriff Schwesternkünste geprägt. Dazu zählte er also die Schwestern der Theater, der Regiekunst und der Schauspielkunst. Dazu zählte er die Architektur für den Bühnenbau, die Musik, er zählte die Malerei dazu, und man könnte die Fotografie auch dazu rechnen. Es ist einfach ein Mensch, der das Gesamtkunstwerk im Interesse hatte. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Fotografie für ihn ein Medium ist, in dem etwas dokumentiert werden kann. Also das vermeintlich Unbestechliche der Fotografie, das hat ihn interessiert. Er hatte Mappen, in seinem Nachlass befinden sich Mappen mit Fotos. Zum Teil sind sie arrangiert, häufig sind sie thematisch zumindest sortiert. Also arrangiert heißt, dass er sie mit in Mappen eingeklebt hat, mit Ziffern verbunden hat, zum Teil mit Fußnoten versehen hat. Und dann gibt es thematische Sammlungen zu politischen Figuren. Er hat sehr viele Fotos von Stalin, er hat viele Fotos von Hitler. Dann gibt es diese Unmengen an Aufführungsfotos. Und es gibt aber auch kleine Kollektionen. Zum Beispiel in einem frühen Notizbuch gibt es eine Serie von Fotografien von Verbrechern, die wegen irgendwas verurteilt worden sind und die Brecht auf mehreren Seiten des Notizbuches aus der Zeitung ausgeschnitten hat und aufgeklebt hat. Er hat seine Theaterkunst dokumentieren wollen. Er war auch früh von seiner Arbeit überzeugt, vom Wert seiner Arbeit, und hat von Inszenierungen, vor allem in der Zeit, wo es schwierig war, Filme zu bekommen, hat er eine große Menge von Fotografien herstellen lassen, und er war gierig danach, Fotos zu bekommen, bereits im Exil. Aus diesem Verfahren sind dann später auch die sogenannten Modellbücher entstanden. Es geht tatsächlich um die Bedeutung der Fotografie und den Wahrheitsgehalt der Fotografie. Auch die Frage, es ist interessant, dass es beim Drei-Groschen-Prozess, dass die Fotografie als Medium interessant wird in dem Text der Drei-Groschen-Prozess, wo die große Auseinandersetzung darüber geführt wird, wer hat eigentlich Anspruch auf ein Werk. Es ging ja um die Auseinandersetzung um den Film der Die Drei-Groschen-Oper, wo Brecht das Gefühl hatte, er wird als Autor enteignet. Und ihm stehen die Institute, die kapitalistischen Institutionen gegenüber. Ich sagte vorhin, dass die Fotografie ein unbestechliches Medium ist. In der Tat ist das ja eine
Illusion, weil Brecht sagt, eine Fotografie im Dreigroschenprozess, eine Fotografie der Gruppwerke sagt beinahe nichts über diese Institution. Aber das ist eine Wahrnehmung, die sehr eng mit seiner Theatertheorie verknüpft werden kann. Im epischen Theater ist das, was entscheidend ist, wird auch nicht als Entscheidendes gezeigt. Brecht hat das die Verfremdungstheorie genannt. Und ich glaube, die Omnipräsenz der Fotografie, die suggestive Kraft der Fotografie in den 20er Jahren in Berlin, in wo immer man hinguckte, das war ihm zum einen, es entspricht ihm, was er gemacht hat. Also sein Interesse an Fotografie widerspiegelt dieses Interesse und zugleich ist da von Anfang an ein großes Misstrauen, eine Frage, ob das so sein muss, wie es jetzt ist. Für mich sind die kleine Geschichte der Fotografie von Walter Benjamin, der Text der Dreigroschenprozess, aber auch, wie Sie, Suleika, sehr richtig sagen, Benjamins entscheidender medientheoretischer Essay, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, das sind alles Texte, in denen ein neues Verhältnis zu diesem Medium Fotografie, aber auch zu dem Medium Film definiert wird. Diese Medien sind tatsächlich gesellschaftspolitische Instrumente, aber sie sind gesellschaftspolitische Instrumente nur insofern, als sie auf artistisch höchstem Niveau eingesetzt werden müssen. Fotografie als bloßes Dokument ist für bestimmte Zwecke von Bedeutung, aber nicht, trägt nicht wirklich. Interessant wird es da, wo Kunst und Botschaft, Kunst und gesellschaftliche Ziele zusammentreffen. Und das ist in diesen Texten formuliert. Der Text, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, den Benjamin 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung publiziert, zunächst auf Französisch und dann auf Deutsch publizieren will, ist eins der Felder, auf denen Benjamin und Brecht zusammengearbeitet haben. Das ist gar nicht so sehr bekannt. Es gibt einen Aufenthalt von Benjamin bei Brecht im Exil, im dänischen Exilort Skovsbostrand, wo die beiden eine umfangreiche redaktionelle Bearbeitung dieses Textes vornehmen und das dazu führt, dass der Text, wie Benjamin sagt, um ein Viertel oder ein Fünftel wächst. Benjamin und Brecht stehen im Grunde an einem Punkt, den man vor wenigen Jahren noch Visual Turn or Pictorial Turn genannt hätte, also diese Benennung, diesen Drehpunkt in der Wahrnehmung, in der Diskussion, in der kunsttheoretischen Diskussion über die Wahrnehmung, den gab es noch gar nicht. Und Benjamin und Brecht haben zu einem frühen Zeitpunkt das, wenn Sie so wollen, bereits eingeleitet. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Text der Autor als Produzent von 1934, Benjamins ursprünglich als Vortrag in Paris geplantem Text und der Theorie des Lehrstücks. Ich sehe den Zusammenhang insofern, als dass Benjamins Text
genau diesen eben beschriebenen Zusammenhang thematisiert. Fortschrittliche Kunst ist nur dann fortschrittlich, wenn sie auch als Kunst avantgardistisch avanciert ist. Reine politisch richtige Kunst kann künstlerisch so schwach sein, dass sie vollkommen ihre Wirkung verliert. Und das ist ein Prinzip, das auch für die Theorie der Lehrstücke gilt. Die Lehrstücke sind nur vermeintlich vom Alltag geprägt. Es ist eigentlich höchst avancierte Kunst. Begann bereits in den frühen 40er Jahren. Und zwar hat Bertolt Brecht seit 1939 ein Tagebuch geführt. Er nennt es Journal. Es ist ursprünglich publiziert worden unter dem Titel Arbeitsjournal. Das führt er von 1938 bis 1955. Und in den 40er Jahren in den USA fängt er an, in dieses Journal Fotografien aus Zeitungen und Zeitschriften einzukleben und sie, das gibt es fast schon in den ersten Jahren, 38, 39. Es sind sehr oft politische Fotografien, es sind Fotografien aber auch von Persönlichkeiten, von Personen. Es sind aber mehr und mehr Propagandafotos oder Begegnungen von Politikern. Und in den 40er Jahren beginnt er tatsächlich dazu, Verse zu formulieren und sie auch in das Journal zu schreiben. Mitte der 40er Jahre, 44, 45, löst er, man muss sich das vielleicht viel einfacher vorstellen, er merkt, das ist eine Arbeitsstrecke, die ich produktiv machen kann, und löst diese Bilder und die Verse raus aus seinem Journal, aus dem Kontext des ursprünglichen Entstehung und entwickelt ein Buchprojekt. Geschieht tatsächlich 10 Jahre, bevor es publiziert worden ist. Es gibt eine Ausgabe im Format A6, also im Postkartenformat, die Brecht in seinem Nachlass hat und von der es mindestens ein zweites Exemplar gegeben hat, das er seinem Freund, dem Philosophen Karl Korsch, geschickt hat innerhalb der USA. Und zu dem Zeitpunkt ist klar, das könnte ein Buch werden. Es ist vielleicht noch nicht ganz klar, welches Format Brecht bevorzugt. Er hat mit Ruth Berlau angefangen, diese Montagen zu machen, seiner Mitarbeiterin und geliebten Ruth Berlau. Und es gibt dann bis in die frühen 50er Jahre eine Reihe von Entwürfen auf unterschiedlichen Papieren, unterschiedliche Formate. Die entscheidende Vorlage für das 1955 im Eulenspiegel Verlag in Ostberlin erschienene Buch hat ein Format, das zwischen DIN A4 und DIN A3 ist. Große schwarze Pappen, auf denen die Originalfotos aus Zeitungen und Zeitschriften aufgeklebt worden sind und dann darunter ausgeschnitten die Vierzeiler aus Typoskripten. Eigentlich sollte das Buch schon 1950 publiziert werden. Es stieß in der DDR auf massive Einwände. Es wurde verdächtigt, ich würde sagen zu Recht verdächtigt, dass es ein pazifistisches Buch ist. Pazifismus war in der DDR, in der frühen DDR, nicht beliebt, obwohl die Devise ausgegeben war, nie wieder Krieg. Vielleicht, also wer gegen Waffen war, wurde verdächtigt, den Sozialismus nicht mit den Waffen zu verteidigen. Ich habe das selbst erlebt. Ich war Bausoldat, wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung erlauben. Ich war Bausoldat in der DDR. Das war eine Sondergruppe innerhalb der Nationalen Volksarmee, die den Wehrdienst mit Waffen abgelehnt haben. Und wir waren immer unter Verdacht, dass wir nicht auf der Seite der DDR waren. Und das ist recht sehr früh passiert. Er hat sich dann drüber hinweggesetzt und hat, wie es in einem ganz schönen
schön, weil frech unverschämt im Schreiben heißt, er wurde gefragt, wer ihm eigentlich die Genehmigung erteilt habe, dieses Buch zu publizieren. Da hat er gesagt, diese Genehmigung habe ich mir selbst erteilt. Die wirklich hochkomplexe und absolut spannende Beziehung zwischen Bild, Bildunterschrift und Vierzeiler. Die müssten wir uns gemeinsam angucken. Es wäre vielleicht fantastisch, eine Projektion zu haben, wo Sie und ich gleichzeitig dasselbe Bild und denselben Text sehen. Und wir könnten studieren, wie jeder von Ihnen etwas anderes in diesen Bildern entdeckt. Bei vielen Fotografien aus den Zeitungen noch die originalen Bildunterschriften. Und dann gibt es Brechts Kommentar. Manchmal ist zwischen dem, was das Bild zeigt, und dem Kommentar erstmal auf den ersten Blick gar keine direkte Beziehung. Häufig ist die Bildunterschrift zum Foto affirmativ, wenn Sie das mir erlauben sozusagen. Also es ist ein Propagandafoto und die Bildunterschrift ist im Sinne der Propaganda. Der Kontrast, den baut Brecht auf durch das Gedicht, durch den Vierzeiler, den er drunter stellt. Das Ganze als eine Art von Inszenierung zu sehen, wie Sulaika das vorschlägt, finde ich faszinierend. Der Perspektivwechsel, hier arbeitet ein Designer. Brecht zusammen mit Ruth Berlau ist der Layouter dieses Buches, aber er baut so etwas als Konstrukteur und als Regisseur. Und die verschiedenen Perspektiven, die Bilderzählungen, die Abstände, die Frage von Ausschnitt, Nähe, von Perspektive, von wo aus sieht man, von welchem Abstand, welche Distanz haben die Betrachter, die Betrachterinnen, welche Distanz haben wir zu den Bildern im Einzelnen, das ist eine Inszenierung. Im Grunde wird uns ein komplexes Theaterstück angeboten mit dem Buch Kriegsfibel. The bells are pealing and the guns saluting. Now thank we God who told us to enlist and gave us rifles to be used for shooting. The mob is vulgar. God is a fascist. Suppose you hear someone proclaim that he invaded and destroyed a mighty state in 18 days. Ask what became of me, for I was there and lasted only 8. Great fires are burning in the Arctic regions, in lonely fjords. The clamors at its height. Say, fishermen, who launched those deadly legions? Our great protector, protected by the night. Stop searching, woman. You will never find them. But woman, don't accept that fate is to blame. Those murky forces, woman, that torment you, have each of them a face, address, and name. Look at the helmets of the vanquished. Yet surely the moment when we came undone was not the moment when they were smitten from our heads, but when we first agreed to put them on.
A breast curves through her military cut. Her parts are hung with old war decorations. It's Hollywood versus Hitler. Here we've got semen for blood and pus for perspiration. And when the bitter fight grew less intense, the man who helped me back was kind to me. And in his silence, I began to sense no understanding, but some sympathy. That's how the world was going to be run. The other nations mastered him, except, in case you think the battle has been won, the womb is fertile still from which that crept. Never forget that men like you got hurt. So you might sit there, not the other lot. And now don't hide your head and don't desert. But learn to learn and try to learn for what? Die Kriegsfibel ist in der Tat ein Werk, das sich in die Tradition von Brechts Aufsatz Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit stellt. Sie erinnern sich, es ist ein Text, der 1936 zum ersten Mal publiziert worden ist, wo Brecht die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit aufzählt, was man braucht, um die Wahrheit sagen zu können. Es geht um die Erkenntnis, es geht um die List, die Wahrheit zu verbreiten. Und die Kriegsfibel ist eine Folge, ist ein Produkt dieses Nachdenkens über Wahrheit und auch über die Grenzen von Wahrheit. Also es gibt Fotos in diesem Buch, die sind für sich bedeutungslos, die auch wieder ein Beispiel für den sogenannten V-Effekt, den Verfremdungseffekt, dass das Eigentliche nicht auf dem Bild zu sehen ist, sondern im Vierzeiler evoziert wird. Was mich besonders bewegt bei Brechts Kriegsfibel ist die Differenz zwischen dem Schrecklichen, was dargestellt wird, die Aggression der deutschen Wehrmacht, die nackte Gewalt, aber auch die Perfidie der am Krieg Interessierten, also die Oberen, dass der Krieg auch ein Klassenkampf ist, also dass die Kapitalisten am Krieg verdienen, das wird gnadenlos dargestellt, also entlarvt, es wird analytisch dargestellt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Brechts Sohn Frank in Russland als Wehrmachtssoldat gewesen ist und dort ums Leben gekommen ist. Als Brecht die Kriegsfibel publiziert hat im Jahr 1955, wusste er natürlich vom Schicksal seines Sohnes. Wir wissen nicht insofern, als dass Brecht zwar genau den gesellschaftlichen Kausalnexus benennen konnte, so hat er das immer genannt, also man muss genau wissen, wer oben ist, wer unten, wer steht auf unserer Seite, wer steht hinter der Linie, wer steht vor der Linie, wer verdient am Krieg, wer ist das Opfer des Krieges. Aber man spürt an diesen Versen und im Übrigen auch an der Güte dieser Verse, wie das Brecht hier als Dichter und als Visionär und als ein Mensch mit einem sicheren und starken Gefühl spricht. Und das empfinde ich besonders in einer Zeile wie
Der wärmt sie, es ist ihnen kalt. These are our children, stunned and bloody-faced, out of a frozen panzer see them come. Even the vicious wolf must have a place to hide in. Warm them, they are getting numb. Beides arbeiten mit einem hohen, hochbewussten Einsatz von Fotografien. Modellbücher sind gemacht worden, um die Arbeit des Theaters zu dokumentieren. Die Idee kommt aus den 30er Jahren. Brecht hat zusammen mit Ruth Berlau alle Aufführungen wurden in Dichterfolge durchfotografiert. Es sind tausende von Aufnahmen entstanden. Und die wurden in große Fotoalben geklebt, ein Ersatz für Video, ein Lehrbuch und eine Dokumentation. Die Arbeit des Theaters sollte festgehalten werden. Das war zum Teil zum Weitergeben gedacht. Wer Brecht inszenieren wollte in der Zeit, als Brecht gelebt hat, bekam so ein Modellbuch geliehen. Manche waren durchaus nicht begeistert, wenn sie das kriegten und haben gedacht, sollen wir jetzt genau das nachmachen, was im Berliner Ensemble gemacht worden ist. Brecht hat das anders gemeint, zumindest. Natürlich wollte er, dass man seine Arbeit studiert, natürlich wollte er, dass man prüft, ob man ob man Alternativen wirklich nötig hat oder ob man vielleicht einfach gefundene Vorschläge übernimmt. Und er hat dann auch mal einen Artikel geschrieben mit dem Titel Hemd, das Modell, die künstlerische Freiheit. Interessiert war er daran, diese aus diesen gebundenen, handgefertigten Modellbüchern, von denen zu jedem Stück damals etwa 8 Exemplare hergestellt wurden, in mühevoller Kleinarbeit. Wer als Assistent oder Assistentin was im Berliner Ensemble werden wollte, musste sich an dieser Arbeit beteiligen. Die war nicht sehr beliebt. Der Weg für Brecht ging aber zu publizierten Modellbüchern hin, zu einigen Inszenierungen sind vergleichende, also sind Dokumentationen publiziert worden, wo verschiedene Inszenierungen verglichen wurden, zum Beispiel Galilei von Charles Laughton, die Inszenierung in den USA mit der Inszenierung von Ernst Busch, an der Brecht zuletzt gearbeitet hat, die dann aber erst nach seinem Tod fertig geworden ist. Courage, es gibt ein Courage-Modellbuch, das sind großartige, Sie müssen sich das mal angucken, das sind auch als Buch Kunstwerke, beeindruckende Dokumentation. Sie haben aber tatsächlich die Absicht, eine bestimmte Theateridee, die Idee eines politischen und künstlerisch hochstehenden Theaters zu dokumentieren und zu verbreiten. Sie sind insofern auch eine Schule des Sehens, des Sehens von Theater. Über die Kriegsfibel habe ich mich geäußert. Das ist ein Buch, was unmittelbar politisch wirken sollte. Es ist eine Schule des Sehens, aber eine Schule des Sehens von Politik, von Krieg, Kriegsgefahr. Es geht tatsächlich darum, etwas zu erkennen und sich zu fragen, inwieweit Medien dabei hilfreich sein können. Brecht hat Fotos von Begegnungen von Politikern, Hitler und Mussolini zum Beispiel im faschistischen Italien, gesammelt und arrangiert und hat dazu einen Text geschrieben, der hieß Angewandtes Theater. Für ihn ist Zeitungsfotografie, wenn Menschen darauf zu sehen sind,
eine Schule von Verhaltensformen, eine Schule der Kommunikation, würden wir heute sagen. Man kann genau sehen an der Art, wie Leute einander die Hand geben, was in Corona-Zeiten heute nicht mehr so üblich ist, wie sie früher die Hand einander gereicht haben. Wer guckt wen an? Wer hat den Kopf höher? Wer lächelt dabei? Wer hält seinen Hut verkrampft? Wer zieht die Schultern ein? Das sagt etwas über die Beziehung untereinander. Und Brecht betrachtet diese Fotografien als Regisseur. Das ist auch der Zusammenhang. Natürlich ist die Kriegsfibel, wie Suleika sehr schön gesagt hat, auch ein Theaterbuch erschienen ist. Beides entscheidende Auseinandersetzungen von Brechts Arbeit mit dem Medium Fotografie.